Ach, langes Wochenende, wie herrlich. Damit zurück. Herzlich willkommen bei Vieres. Ich habe nochmal in meine letzte Aufnahme reingeschaut und festgestellt, wir wollen nach Weißlag reisen. Dann machen wir das auch einfach. Auch wenn nicht gerade Reisewetter ist. Okay, müssen wir uns auf den Besen schwingen. Ihr werdet vielleicht feststellen, ich habe Musik geändert. Naja, weil es ein bisschen viel Verkehr auf der Straße, müssen wir die mal eben beseitigen. Ich habe noch irgendwelche Sachen nachgebastelt, No-Docs genau, und so ein bisschen Kram, was man so als Katalysatoren braucht. Diese Dinge habe ich natürlich nicht nachgebastelt, ist auch ganz praktisch gewesen. Aber bis auf, also Musik habe ich geändert für alle möglichen Sachen. Nur die wichtigen Bosskämpfe, die habe ich so gelassen, wie sie im Spiel sind. Und für spezielle Regionen. Aber sonst für Kämpfe habe ich, glaube ich, gemacht. Für Städte, für großflächige Regionen, für Flug mit dem Besen. Das hören wir jetzt natürlich nicht mehr. Wir müssen mal irgendwann neu aufsteigen. Und dann auch verschiedene Auswahl. Teilweise auch nicht aus Atelierspielen, sondern aus anderen Gastspielen. Habe ich aber schon letzte Woche gemacht, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Deshalb weiß ich jetzt nicht mehr genau, was ich wo eingestellt habe. So, gibt es hier noch irgendwas zu erkunden, entdecken? Nicht. So, nach Weißlag wollen wir ja, damit wir nochmal mit Fritz sprechen, weil Fritz ja vermutlich Drossels Vater ist. Wir waren längere Zeit nicht mehr hier, deshalb werde ich mit jedem hier einmal reden. Oh, es gibt die kleine Suite. Wenn wir nachher nochmal in Anspruch nehmen. Ja, das hast du letztes Jahr schon gesagt, dass du nächstes Jahr das Examen machen willst. Oh. Ne, okay, hier ist sonst keiner, der mit uns reden will. Und eure Reise, die habt ihr auch schon ganz schön ausgedehnt, ne? Wir wohnen jetzt bestimmt schon ein Jahr hier oder so. Übrigens, Blumen, die nur im Regen blühen, kann ich mir so ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil der Regen ja die Blüte kaputt machen würde. Was ich mir vorstellen kann, dass eine Blume blüht kurz nachdem es geregnet hat. Dass dann halt Wasser reinkommt, dann blüht irgendwas auf. Und ansonsten gibt es, glaube ich, eher Blumen, die ihre Blüten verschließen, wenn es anfängt zu regnen. Aber ich bin kein Biologe, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ja, eine Spitzhacke benutzen wir schon. Ja, wie es scheint, haben wir hier wirklich schon alles erledigt.
Gegner? Ja, er kann diese Stadt hier auch nicht mehr sehen und freut sich drauf, mal andere Orte zu bereisen. Und fragt uns, ob wir nicht eine Reisende sind. Was ist denn das wichtigste, der wichtigste Gegenstand beim Reisen? Das kommt ja drauf an, wenn man jetzt tagelang weg ist. Der wichtigste Gegenstand. Ich denke mal, der wichtigste Gegenstand sind auf jeden Fall die Schuhe, egal wie lange die Reise dauert. Ein No-Doc, okay. Für Firis ist das Wichtigste ein No-Doc. Fällt mir ein, ich habe die beiden, die ich gebastelt habe, noch gar nicht ausgerüstet. Was ist denn das? Ah, ich verstehe, man nennt das No-Doc. Du hast recht. Ich wette, ich krieg bestimmt allerlei Schrammen, wenn ich anfange mit dem Reisen. Danke, gnädige Frau. Darf ich dich noch etwas weiteres fragen? Was machst du eigentlich, wenn du einem Monster gegenübertrittst? Du bist doch Alchemistin, oder? Ich dachte, du hast bestimmt Werkzeuge, um Monster zu bekämpfen. Genau wie du Medizin hast, um Verletzungen zu heilen. Ich werde dich also für beides bezahlen, also bitte. Okay, ich habe das nicht. Was muss ich dem denn bringen? Kann ich jetzt hier nicht sehen. Machen wir das so. Eine Easy-to-Handle-Bomb. Okay. Natürlich, damit er leicht damit umgehen kann. Das ist ja irgendwie ein Trade, Easy-to-Handle. Das müssen wir nochmal hinkriegen. Lohnt sich auf jeden Fall für 800 Kohl. Ah. Wo kommst du her? Von der Tonabohr. Das ist aber weit weg. Alle wollten irgendwie mal Alchemist werden. Warum nur? Ah, Firis, du bist es. Es tut mir leid, aber kannst du dich noch eine Minute gedulden? Ich wollte nämlich gerade ein wenig Puppenpflege betreiben. Ach, Puppenpflege? Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mir das gern mal ansehen. Ach, das interessiert dich? Ja, dann natürlich. Schau nur zu, so viel du magst. Legen wir los. Also erst die Gelenke und dann ganz sachte. Ach, du bist so ja, wunderschön, begehrenswert. Oh nein, wann bist du denn so verschrammt worden? Das ist aber gar nicht gut. Ich werde dich sofort reparieren. Fritz, hat sich etwa gerade deine Persönlichkeit verändert? Blödsinn, ist doch ganz normal, dass ich mit Puppen vorsichtig umgehe. Nun, als nächstes... Ja, vielen Dank. Ich habe wirklich jede Menge gelernt. Ja, tut mir leid. Wenn es um Puppen geht, dann geht's mit mir langsam mal geht es mit mir manchmal durch.
Ja, ich verstehe. Du bist ein bisschen verrückt. Ja. Kein Problem. この性分直した方がいいのだろうか。Ja, ich frage mich, ob ich mein Verhalten diesbezüglich ändern sollte. さっきのフリッツさん、少しドロッセルさんに似てたような、気のせいかな。Jetzt, wo ich drüber nachdenke, Fritz hat schon ein paar Gemeinsamkeiten mit Drossel. Oder täusche ich mich da? もしかして。Ja, ich weiß nicht, müssen wir jetzt wahrscheinlich mit Drossel reden. Hallo, stehen bleiben. Was hast du denn Schönes dabei? Pure Oil habe ich auch nicht mehr viel. Ich nehme mal zwei davon mit. Und Zettel, die gehen auch ständig weg. Ja, Milch, da warte ich auf bessere. So. Hast du vielleicht bessere Milch? Nein, du hast Sand. Ich glaube, ich kaufe. Achso, der hat gar keine Dunkelheit. Ich wollte jetzt nicht meins kaufen. Geht aber gar nicht. また来い。Na gut. Wir haben kurz vor Feierabend, den sammle ich jetzt nicht. Dann will ich hier nochmal ins Institut gehen. Ist das überhaupt das Institut hier? Nein, das ist privates Zuhause, aber trotzdem gut. Und Wetter hat sich geändert. Na super. Ja, viele Gelehrte hier an diesem Ort. Das hier ist das Institut, oder? Aber wir haben ja jede Menge neu erkundet. Entschuldige mich, suchst du vielleicht nach dem Chefbibliothekar? Ja, genau, ist Anne heute gar nicht da? Nein, die Direktorin ist geschäftlich nach Reisenberg gereist. Reisenberg? Ich frage mich, was Anne da wohl macht. Ist doch egal, Firis. Anne wird da schon was zu tun haben und es geht dich nichts an. So, Belohnung. Rück raus. Gib her. Einen goldenen Puniball. Naja, immerhin. 2000 Kohl nochmal. Ein Rubinit. Und nochmal 5000 Kohl. Das heißt, wir haben jetzt über 60.000 auf jeden Fall. Aber 60% erst erledigt. Was fehlt uns dann noch am meisten? Am meisten Monsterinfo. Ja, das. Wundert mich nicht. Ich kämpfe ja immer so ungern. Hä? Was war das jetzt für eine Rezeptidee? Weil wir mit dem hier gesprochen haben. Weil sie sagte, das hier ist das größte Observationsinstitut. Genau, wir hatten noch eine Sache hier, nämlich
Irgendwie ein Rezept konnten wir hier noch finden. Das ist schon ewig her. Da hatten wir irgendwo mal eine Quest bekommen, dass wir hier hin müssen, um ein Rezept zu kriegen. Ich glaube, das hat mit der Brücke zu tun. Die Brücke, die Richtung Grautal führt. Diese Steinbrücke, wo wir Steine abgeliefert haben. Da gab es, glaube ich, auch die Möglichkeit, hier ein Rezept zu erlangen und dann irgendwas zu bauen und man das dann direkt reparieren kann. Oh! Na gut. Sonst ist hier nichts. Ich will jetzt auch nicht jedes Regal abgehen, es sei denn, questtechnisch kann ich nicht sehen. Vielleicht muss ich doch jedes Regal abgehen wegen dieser Quest. Ich mach das sicherheitshalber mal. Dass hier irgendwo so ein Fragezeichen aufpoppt. Da! Zerstörte Brücken reparieren und Wände in kürzester Zeit. Das Reparaturmaterial der Zukunft. Allheilmittel. Hä? Ja, da hatte China Tiger ja schon mal angedeutet, dass es auch irgendwie eine Reparaturmöglichkeit in der Brücke gibt mit so einem Rezept. Und jetzt haben wir Allheilmittel, was wir zwar nicht für die Brücke einsetzen werden, aber für unsere Gesundheit, denke ich mal. Ich gehe die anderen Sachen trotzdem mal kurz ab. Die Hälfte hatte ich jetzt ja schon. Dann kommt es jetzt darauf auch nicht mehr an. So, und hier ist ja auch nicht mehr viel. Und außerdem haben wir dann gleich wieder früh morgens, das ist auch schön. Brauchen wir nicht nachts da durch den Ort marschieren, wo viele Leute denn gar nicht da sind. Na gut. So, jetzt müssen wir nochmal irgendwo hin. Ach so, nee. Das war nur das. Mit Drossel sprechen. Die hatten wir geredet, ne? Naja. Halt. Du hast Erze. Ich nehme die nochmal. Also zweifarbige Gegenstände mag ich immer gerne. Und wir haben nun wirklich jede Menge Kohle. Also Kohl. Oh! Ja, nette Brise. Ich bin natürlich, nicht natürlich, ich bin neulich mal auf so einem mittleren Berggipfel gewesen. Also nicht Berggipfel, es war irgendwie 800 Meter Höhe. Aber da ist nur mehr als eine kleine Brise. Also da ist eigentlich in der Regel immer Wind. Richtiger Wind. Nee, das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Das ist auch schnell selber gebaut. Nee, brauchen wir das nicht. In der Nähe der Stadt gibt es ein Monster,
das dann erscheint, wenn einer seiner Freunde besiegt wird. Und dann will es Rache. In der Nähe dieser Stadt, also es gibt ja nur eine Region, von der wir hier aus, wo wir von hier aus hinreisen können. Und in der Region sind auch keine Monster. Hier in dieser Stadt sind keine Monster. Reden wir erstmal mit Tossi. Okay, jetzt können wir Rubinit selber herstellen, Allheilmittel selber herstellen. Das machen wir dann auch bei Gelegenheit, wenn unsere LP ein bisschen weiter runter sind. Genau, mit ihm wollten wir noch nach Flussheim. Mit ihm nach Ertona. Hey Drossel, macht es dir was aus, mir ein wenig mehr über deinen Vater zu verraten? Ja, いいよ。人形師だってのは前に話をしたからいいとして。 Ja, lass mal sehen. Ich hab dir doch schon gesagt, dass er Puppenspieler ist. そうだな。見た目はあの人に似てるかな? Ja, was soll ich sonst noch sagen? Er sieht ein wenig nach ihm aus, würde ich sagen. あの人はお父さんがモデルだから当然ちゃ当然なんだけどね。 Denn er wurde ja auch nach dem Modell meines Vaters gefertigt. Deshalb ist es ja ganz normal, schätze ich. Modelliert, wenn dein Vater nach ihm aussieht, heißt das, dass er braune Haare und zwei Schwerter hat? Ja, genau. Und außerdem... Wenn du ihm eine Puppe zeigst, dann hört er gar nicht mehr mit dem Reden auf. Er kann seine Liebe gegenüber Puppen einfach nicht verbergen. Aber das Gefühl kann ich ja nur allzu gut verstehen. Braune Haare und zwei Schwerter und redselig, wenn es um Puppen geht. Ich glaube, ich bin deinem Vater mal begegnet, Drossel. Es gibt da jemanden, der genauso wie er ist. Ach, wirklich? Kannst du mich bitte mal zu ihm führen? Ja klar, das mache ich doch gerne. Folg mir einfach und verlauf dich nicht. Fein, kommen wir da endlich mal voran. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn man jetzt Atelier Sophie nicht gespielt hat, sondern mit Firis einsteigt, dass man dann ja nicht so schnell weiß, dass Fritz auf jeden Fall Drossels Vater sein muss. Können wir jetzt hier irgendwie schnell reisen? Ja, können wir. Fum. Du bist es wirklich, Vater. Na, Drossel. Was, Drossel? Ich wusste, dass ihr miteinander verwandt sein musstet. Ich bin so glücklich, dass ihr euch wieder getroffen habt. Ich habe überall nach dir gesucht, Drossel. Nachdem ich mich ein paar Jahre in Kirchglöckstedt aufgehalten habe, wo ich dann einfach der Meinung war, dir passiert schon nichts. Und ich habe dir schon so oft gesagt, dass du dich nicht verlaufen sollst. Otto-san,
Ach Vater, wen interessiert das? Was jetzt viel wichtiger ist, wo ist er? Komm schon, beeil dich. Ich will ihn sehen. Das interessiert keinen? Ihn wiederzusehen ist wichtiger als den eigenen Vater wiederzusehen? Das ist also er. Interessant. Da hatte ich jetzt auch ganz am Anfang, als sie er sagte, natürlich nicht damit gerechnet, dass... Also wo Firis auch meinte, das ist vielleicht ihr Liebster oder so. Da dachte ich zwar nicht an ihren Liebsten, aber dass es jetzt eine Puppe ist, hätte ich auch nicht gedacht. Oh, ich hab dich so sehr vermisst, Fritzi. Ach, dieser Geruch, diese Oberfläche, sein seidiges Haar. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dich wiederzusehen. Du bist so wundervoll. Also war er die ganze Zeit eine Puppe. Ja, es ist mein geliebter Schatz, die Fritz-Puppe. Mir fällt gerade auf, was auch noch ein bisschen awkward ist, dass Drossels Lieblingspuppe halt genauso aussieht wie ihr Vater. Naja. Also sag mal, Firis, wie kommt es, dass du in Drossels Gesellschaft bist? Hast du sie irgendwie vom Dach geholt oder so? Nein, sie ist doch keine Katze. Ich habe Drossel in einem Wald gefunden und... Naruhodo. Nantoyuka, Sman. Iroiro to meiwaku o kakete iru you da na. Na, ich verstehe. Was soll ich dazu noch sagen? Es tut mir leid. Wie es scheint, hat sie dir eine Menge Kummer bereitet. Oh nein, Drossel hat mir doch ständig geholfen. Ach, tatsächlich. Also ein klein bisschen Vaterstolz schwingt er jetzt doch mit, ne? Firis, darf ich dich vielleicht von Zeit zu Zeit mal besuchen, um meine Tochter zu sehen? Am liebsten würde ich dich ja auf deinen Reisen begleiten, aber ich muss mich ja um meine Theatershows kümmern, weißt du? Ja, du bist jederzeit herzlich eingeladen. Danke, dafür schulde ich dir was. Ich schau dann bei Gelegenheit mal vorbei. Nee, Otosan. Fritz-kun-ningyo. Moratja-dame. Vater, kann ich eventuell meine Fritz-Puppe mitnehmen? Dame da. Kare wa watashi no geki no daiji na shuyaku da kara na. Ikura omae no tanomi demo watasu wake ni wa ikan. Nein, das ist doch der Star meiner ganzen Shows. Er ist viel zu wichtig, als dass ich ihm jemandem anders anvertrauen könnte, selbst dir nicht. Das ist auch wieder so awkward, dass der Held in Fritz Puppentheater nach ihm selbst modelliert wurde. Ja, ich weiß ja. Aber ich würde jetzt doch gerne weiter mit Firis reisen. Ich schätze, ich muss denn jetzt auf Wiedersehen zu Herrn Fritz sagen.
またフリッツ君に会いに来るから。お父さん、勝手にどっか行かないでよね。Aber ich werde wiederkommen, um Herrn Fritz zu sehen. Also, lauf nicht irgendwo davon, Vater. Ah, wakatta. Itsu demo ai ni kuru to ii. Ja, ich weiß. Kannst jederzeit wiederkommen. Hm, wakatta. Mata ne, Oto-san. Alles klar, dann auf Wiedersehen, Vater. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt hier keine Quest mehr, oder? Also bis auf diese spezielle Bombe da, easy to handle. Das, wenn wir jetzt hier wegreisen, ist es ja auch wieder schwierig, das zu machen. Deshalb würde ich mal sagen, wir testen das gerade mal eben. Ob ich eine easy to handle Bombe hinkriege. Dann muss ich mir die Traits nochmal eben ansehen. Wie wir das hinkriegen. Irgendwo muss hier easy to handle stehen. Das wird sich ja aus zwei anderen Trades zusammenbauen, denke ich mal. Kann natürlich auch sein, dass wir zufällig einen Gegenstand haben, der sowieso schon easy to handle kann. Also kein Gegenstand, sondern ein Material. Wahnsinn, wie viele Sachen es hier gibt. Da ist easy to handle. Das wird mir nicht gesagt. Doch, das müssen wir doch. Ach so, bei Sachen. Ah doch, hier steht's. Genau. Strong Throw würde sich aus zwei Sachen zusammensetzen. Und bei Easy to Handle ist es halt nicht der Fall. Deshalb müssen wir einfach ein Material benutzen, was Easy to Handle hat. Ich hoffe mal, dass da was bei ist für eine Bombe. Ansonsten müssen wir einen Neutralisator dazwischen schalten, der das kann. Und ich hoffe mal, das war jetzt auch eine Bombe, die wir brauchten. Eine einfache Bombe. Also hier haben wir schon mal nichts. Ah, da ist was. Haben wir Glück. Ja, dann nehme ich sogar diesen wertvollen Inyo. Die künstliche Sonne ist gerade wieder ausgegangen.
ja kein Problem ist. Ich will hier noch einmal sicherheitshalber mit Drossel reden. Ich denke, irgendwann steht Fritz einfach in der Tür. Hier ist ein Schatz. Also eine Truhe. Oder was sollte das? Doch, da. Wow. Na, was heißt wow, aber immerhin. Alchemic Clay. Mit 120er Qualität kriege ich selbst nicht hin. Genau, was hattest du jetzt noch anzubieten? Ich habe vorhin noch schon geguckt, oder? Genau, das war das alles. Schnellreise. Ja, jetzt ist er nicht da. Vielleicht können wir hier irgendwo was sammeln. Zerdeppern oder so auch nicht. So, hier ist deine Bombe. Wow, das habe ich schon mal gesehen. Das sind Bomben, oder? Sie scheinen echt nützlich gegen Monster zu sein, aber explodieren die nicht, wenn man die so mit sich rumträgt? Aber wenn du mir das mitgebracht hast, muss ich mir wohl da keine Sorgen machen. Danke. Jetzt kann ich mir endlich meine Reiseträume erfüllen. Und sag Hallo, wenn du mich mal in einer anderen Stadt irgendwo siehst. Er hat kein Geld mehr übrig, um auf Reisen zu gehen, nachdem er uns 800 Kohl für die Bombe gegeben hat. Ja, das ist Pech. Aber ich denke, er sollte eh noch ein paar Jahre warten, bis er ein bisschen besser auf sich selbst aufpassen kann. Und wir machen uns jetzt auf in Richtung Flusswind. So, hier haben wir noch Kämpfe zu erledigen. Das machen wir jetzt aber nicht. Ich überlege gerade, da ist noch... So, da kommen wir nicht weiter. Warum eigentlich nicht? Was müssen wir dafür tun? Um... da weiterzukommen. Naja. Schauen wir nochmal zu dem Monster vielleicht. Es ruckelt aber ganz schön, wenn ich fliege und es regnet. Dann gehen wir lieber im Regen zu Fuß. Auch da ruckelt's. Das ist übrigens die PlayStation Pro, auf der hier gespielt wird. Und es ruckelt trotzdem.
Ja, ich sammle noch ein bisschen. Ich will einfach wissen, ob bei Tag da mit dem Monster noch irgendwas ist. Ist keiner da? Warum nicht? Weil es regnet, oder? Generell nicht. Kann es auch sein, dass es jetzt hier erledigt ist und wir dieses Monster irgendwo anders wieder treffen. Und den Typen. Ne, da ist jetzt was. Ist gerade was aufgepoppt. Ich habe es genau gesehen. Also wegen des Regens. Schnell, bevor es dunkel wird. Noch mehr Öl. Öl habe ich hier eine Menge, aber... Ja, das ist gutes Öl. Ich versuch's mal und ich frag dich nochmal wieder, wenn es... Wenn es nicht funktioniert. Oder müssen wir ganz spezielles, besonderes Öl nehmen? Das kann natürlich auch sein. Dass ich, wenn das jetzt nochmal wiederkommt, dann nehme ich halt das beste Öl, was ich zur Verfügung habe. Von der Qualität her. Ach, was für ein Sonnenuntergang. Na, willst du an Bord? So, hier will ja Fritz irgendwo seine Schule aufbauen. Hier ist noch eine Truhe. Und ein Stoff. Ich weiß nicht genau, welche Variante. Den Gegenstand nicht. Ich gehe mal zu Fuß, um mal zu sehen, ob sich hier noch was verändert hat. Oh. Na, willst du Boot fahren? Willkommen an Bord. Ja. Ich dachte, er hat jetzt noch ein anderes Boot für uns. Das wäre natürlich schön. Ich denke, der Gegenstand, den wir brauchen, wird schon ein Boot sein. Um selber irgendwo hinreisen zu können. Oh. Er will Matrose werden, wenn er erwachsen ist. なくなってたしょ。
Institut. Ich gehe einfach einmal rein, aber wir haben ja nichts Neues hier. Denke ich mal. Oh. いかが、また。やった。いらっしゃいませ。どれが、また来て。 Die Musik im Hintergrund weiß ich jetzt zufällig gerade. Das ist Escher und Logi. Und das ist Rorona, das erkenne ich auch sofort wieder. Leder nehme ich auch mit. Maidari. Okay, dann gehen wir hier nochmal die Lokalitäten durch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hier hin müssen nach Flussheim. Also für Angriff. Und wo ist Escher? Oder eigentlich Eska? Ich sag ja mal Escher, das ist ja eigentlich verkehrt. Willis. Mit dir ist auch nichts mehr los, ne, Luis? Ich dachte, da geht storytechnisch noch ein bisschen was mit dir, aber sieht ja nicht so aus. So, ich könnte ja bei Questen mal eben schauen. Soro soro. Es wird echt Zeit, diese Händler mal was Neues kriegen, was Vernünftiges. Komm, einmal reden müssen wir mit dir schon. Ach genau, wir sollten mit Kai sprechen. Ach ja, ich entsinne mich. Kai weiß, wo wir die Schule aufbauen können. Kai ist natürlich da am Steg. Ja, super. Und ich habe die Suite nicht genommen in Weißlag. Das ist bedauerlich. Mist, Mist, Mist.
Na gut, dann gehen wir noch einmal Rennen besuchen. Am besten über Schnellreise. Wir müssen etwas tun gegen die Ursache der Wassersäule, der Wasserhose. Haben wir jetzt eigentlich genug Tamahagane? Ihm nicht alles geben. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo wir das gefunden haben. Gut, dann gehen wir noch mal zu Dings hier, zu Simea. Na gut, dann gehen wir zu Kai. Jetzt war hier nichts mehr auf der Karte, ne? Na. So, warum ist die Schuldiskussion da? Kann ich nicht mit Kai so reden? Doch, da ist schon richtig. Kai, können wir dich mal was fragen? Ja klar, schieß los. Okay, danke, dann lasse ich Angriff mal alles erklären. Angriff? Angriff, der Massaka. Angriff? Doch nicht etwa der Angriff wie bei Angriff der Unsterbliche? Oh, sono tori da se. Yoroshiku na, Nii-chan. Doch, genau der bin ich. Freut mich, dich kennenzulernen. Sate, sassoku soudan to ikitai nda ga. Also komme ich mal direkt zum Punkt. O te yawaraka ni. Ja, jawohl, Sir. Das ist ja eine großartige Idee. Ich stimme dir voll und ganz zu. In der Tat, wenn du nicht gefragt hättest, dann hätte ich es selbst vorgeschlagen. Wenn wir eine Schule bauen, dann kommen auch mehr Leute und der Stadt wird es noch mehr Wohlstand bringen, dank der Bildung. Also Angriff, du hast meine volle Zustimmung, hier eine Schule zu errichten. Das war ja bei manchen Ateliers tatsächlich so, dass man Sachen bauen konnte, wie zum Beispiel einen Marktplatz oder sowas, man konnte die Stadt halt verbessern. Und dadurch hat man dann bessere Quests bekommen oder irgendwelche Optionen oder bessere Gegenstände. Das fand ich eigentlich auch ganz nett, dass man so seinen Heimatort ein bisschen
erweitern konnte. Großartig. Danke, dass du der Idee gegenüber aufgeschlossen bist, Kai. Nein, ich habe dir zu danken. Ich erzähle sofort den Stadtbewohnern. Hurra, wir bauen eine Schule. Ja, er mochte die Idee wirklich Angriff. Ja, das lief ja besser als erwartet. Ich kann es immer noch selbst kaum glauben. Na, jetzt habe ich jedenfalls einen Ort, wo ich meine Schule bauen kann. Gehen wir also mal bitte in dein Atelier zurück. Ich habe Grund zu feiern, mit einem Drink. Ich weiß ja, dass du glücklich bist, aber trink nicht zu viel, okay? Ja, ich weiß.